Beruflich bin ich Zivilrichter am Landgericht. Vor den Landgerichten werden größere zivilrechtliche Streitigkeiten verhandelt und auch größere strafrechtliche Fälle. Und ich bearbeite Streitigkeiten mit Banken, aber auch Verkehrsunfälle oder Klagen wegen des Abgasskandals, des sogenannten. Das heißt, es geht auch um Verbraucherrechte. Und in all diesen Fällen versuche ich zuerst mal eine Einigung zu finden, mit der alle Seiten leben können. Und wenn das nicht gelingt, dann geht es darum, sich ein fundiertes, unabhängiges und gerechtes Urteil zu bilden und zu fällen. Ich glaube, was in der Politik hilft, ist, wenn man sich mit der Formulierung von Gesetzestexten auskennt, denn da geht es oft um kleine Feinheiten, die große Auswirkungen haben können.